Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Sonny Rollp und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. Ach, noch gerade für Tambona Schuck, Entschuldigung. In der letzten Folge haben wir uns auf der Flucht gemacht von den ganzen Spyros-Affen. Und ja, wir sind jetzt in den unterirdischen Trainingsgebilde, bekannt aus Folge 1. Geil. Ja, kommen wir zur Torwallenhöhestraße. Sehr gut. Da ist auch ein Speicherpunkt, finde ich auch sehr gut. Aber hier sind noch, hier ist noch ein ganzer Raum voller spinnenmechanische Viecher und die will ich auch noch platt machen. Aber diesmal mit einem besseren, weiß ich nicht, Gericht vielleicht. Also überhaupt ein Gericht. Und zwar hier, oder? Angriff von Pern, damit die Kämpfe ein bisschen schneller gehen. So, Gaius, du hast Recher Plus gelernt und muss immer noch was lernen, oder? Recher Plus. Gib dir erstmal. Oder irgendwas anderes. Recher Plus, willst du Recher, dann kannst du Vergeltung beibehalten, selbst wenn du einen Angriff mit einem Rückwärtsschritt ausweichst. Jo. Keine Ahnung. So, jetzt muss ich euch noch platt machen. Hätte ich vielleicht noch offscreen platt machen können, aber. Jo. Ja. Ja, können wir noch ein bisschen. Wie nennt man das? Beziehungspunkte oder so sammeln. Weil für jede verbundene Art mögen die uns ein bisschen besser. Und das ist auch gut. So, verdammt. Nicht das. Nicht das. Warum müssen die mal hier so fit sein? So. Bei den Viechern, was habe ich jetzt immer so, dass jedes Mal, wenn wir alle besiegt haben, sich eine Tür geöffnet hat. Und hier befindet sich noch eine Tür, die hoffentlich noch öffnen können. Deswegen mache ich das Ganze hier. Das wird ja auch nicht bringen. Ja, super. Ja, verdammt. Ja, das hätte ich auch offscreen machen können. Ich Idiot. Machen wir dem so. Die wird ja wohl irgendwas bringen. Wäre auch natürlich viel einfacher, wenn ich mein Chromatis einsetzen könnte, aber lassen wir halt lieber, weil sonst stirbt L vielleicht im schlimmsten Fall. Das möchte ich nicht. Komm her. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Oh, das ist auch Wind, stimmt. Ich mache mal ein paar TP. Lass mich mal kurz posen. Ah! Nur sag. Muss Jude verhauen. Bah. Ist gut, ist gut, ist gut. Bah. Warte, ich komme wieder näher. Verdammt. Sehr gut. Jo. Sehr gut. Zeugs gelernt. Noch drei. Und noch so lange. Direkt. Wieso habe ich da Azurschneide? Mondlichtangriff, hallo? Aber sehr gut. Habe ich schon gewundert, wo die ganzen Zauber bleiben. So. So, vielleicht wäre so ein Fetter, der hier. So, komm her. Na? Schwäche gegen Licht, okay. Danke. Okay. Sie will echt mit jedem rummachen, habe ich so das Gefühl.
Und mit dem Mädchen, wo ich noch nichts davon gesehen habe. Es macht mir Angst. Ja, Tiger Blade kann ich nichts machen, was? Weil die Viecher, warum halten die so viel? Danke. Ey, immer wenn ich gerade angreifen will, ich werde noch nicht mal machen, aber egal. Warum nicht? Sehr gut. Ist voll ruhig ohne L. Vor allem im Titelbildschirm ist auch L nicht mehr. Normalerweise ist im Startmenü immer Ludgar, Rolo und L zu sehen. Vor allem als ich das allererste Mal gespielt habe, da war auch nur Ludgar zu sehen, aber jetzt ist Ludgar auch wieder alleine. Keine L mehr im Startbildschirm. Voll doof. Ey. How dare you? Ja genau, was Music gesagt hat. Sehr gut. Wie wir irgendwie gar keine Heilung brauchen, wenn wir alles hier zerstören. Find's gut. Einfach kaputt können, danke. So, wer, das hat jetzt nichts gemacht, sonst raste ich aus. Danke. Oh, zwei Truhen, sehr gut. Wahrscheinlich hätte der Code irgendwie alle Dinge auf einmal aufgemacht oder irgendwie sowas. Kann ich mir vorstellen. Diebesumhang. Und Sephira. Oh! Ja. Ja. Nee, nicht du, aber hier du. Die hätten wir viel früher bekommen können. Ach ja, meine Katze. Stimmt ja, da war ja was. Goldener Frosch. Uah. Ja toll, jetzt können wir gar kein Geld mehr zurückzahlen. Ich hoffe, das wird wieder... Ja, ne, wenn ich... doch jetzt wieder gesucht werde, dann werde ich doch wahrscheinlich wieder Geld zurückzahlen können. Muss ich meiner hier geben, ey. Ich will, dass die mir immer noch die Schulden aufdrücken. Was soll das eigentlich? So, raus hier. Oder rein da. Du, na? So ein neues Viech, das sieht irgendwie nicht neu aus. Lassen wir das mal. Hey, euch kenne ich noch. Seid ihr genauso schwach wie damals? Oh, ihr sind Schätze. Verdammt. Warum seid ihr denn stärker geworden? Was soll das eigentlich? Au. So. Ja, den Angriff sieht man noch ein paar Mal. Hab ich so Gefühl. Oh, was? Sind schon wieder alle im Eimer. Gaius, was ist zusammen? Bitte ein. Können wir das hier wieder machen? Was, kein Mist, ey. Warte. Jetzt kommt meine ultimative Technik. Sehr gut. Warte mal, Music, komm mal her. Ich bin so geil. So, das wollte ich einfach nur mal machen. Voll doof. Warum müssen wir noch? Keine Ahnung. Verrecken. Au. Nee, wir sind voll im Eimer. Danke der Nachfrage. Boah. Hey du, na? Und ich. Boah, das war gut. Ich glaube, ich habe genug gekämpft. Platin gewandt, jawohl. Und ich habe, genau, ich habe Mila hier letzte, das habe ich schon, boah. Diebes gewandt habe ich auch bekommen. Nimm mal das. Egal.
leuchtend ist. War es vielleicht eine schlechte Idee, hier runterzuspringen? Geh weg, ich habe genug gekämpft, Mann. Wir speichern. Ich werde speichern und du kannst mich nicht aufhalten, danke. Oh, lang ist das her. Zurück sind alle Aufnahmen bis jetzt gut geworden. Nicht gefailt. Hey du, na? Was hier? Hä? Okay. Ach, das war von damals oder wie? Okay, gucken wir uns hier mal weiter um. Geh aus dem Weg. Muss wahrscheinlich so Tauber an den Schatz. Wie komme ich da runter? Da. Geh weg. Na? Ist hier nichts mehr? Wahrscheinlich hätte ich alle geschlossen lassen müssen. Wenn ich dann jetzt hier zurückgekommen wäre, dann wäre da voll die geilen Sachen drin gewesen. Oder so. Bams. Mithril-Rüstung. Haben wir, glaube ich, auch schon. Verdammt, warum haben wir schon alles im auf dem neuesten Stand? Nicht wahr sein. Ey, na? Schätze jetzt mitten davor, damit ich nicht mehr rauskomme, ne? Hier ist eine Katze. Boris. Boris Halsband. Okay. Was? Da bin ich jetzt voll erschreckt, dass er da durch konnte. Oh Gott. Ja, wir haben Boris gefunden, da ist doch auch was. So kann ich mich hier noch blöd umgeschaut. Halt, dann kann ich ja jetzt hier eine Katze durchschicken. Warte mal, Kommando zurück. Zack, wo ist es? Wo ist es? Hier, Agentenausbildungszentrum. Zack. Sich. Ja, in 8 Minuten müsste wohl irgendjemand hier zurückkommen. Das heißt, ich kann aber auch öfter hier rein, oder? Okay. Was zum Teufel? Don't say another word. I know that vanquishing you won't really improve my lot in life. Ivor. But I have to accomplish something. Anything. Or I'll never amount to more than just a washed up handmaid. I want you to face me, Jude. What a bothersome fellow. Maybe I'll kill him. das würde Mila nicht wollen. Das würde Mila nicht wollen. Good point. I'm always such a bad judge of these things. You too can't stop all of us. Don't be so sure of that, Your Highness. I was a sickly child, you see. Several of my organs had to be transplanted with Spirex. Cool story. A doctor named Mathis performed the surgery. He's the one who saved my life. Dad did what? I have since made a few improvements of my own. I now possess double the strength and acuity of a normal man. That's madness. The human body can't take it. No, of course it can't. But that's fine with me. As long as it holds together long enough to crush you. Why would you destroy your body like that? That's for me to know and you to find out. Super. Also nebenbei hast du noch einen Chromatus. Sehr geil. Oh, gegen halbe Spyros-Armee hier kämpfen. It's time to settle this, Jude.
67 Gewinnstil. Wie soll ich denn bitte schon? Also Beute, Fragezeichen. Okay. Oh Mann. Erst wenn irgendjemand die Kleinen hier kaputt macht. Na? Du, wie geht's? Du stirbst jetzt. Bams. Mein Gott, ist hier ein Slowdown. Wahrscheinlich, weil hier so viele Leute rumlatschen. Ja. Meine Güte, alle sind ja am Verrecken. Mein Gott, wir hatten ja Jude die ganze Zeit kaputt gekloppt. Ich habe ja schon ein Problem mit diesen einen Typen. Du, komm her. Da kommen wir wieder neu, ist klar. Erst mal, wenn du an ihn kommst. Ich ziehe fast gar nichts ab, weil ich so cool. Verpisst euch! Oh man, gleich gegen die zwei nervigsten Charaktere meiner Meinung nach, ey. Oh Gott. Warum müssen diese kleinen Viecher hier noch rumlaufen? Ja, mit Apfelgummi und all sowas, ist klar. Was ist das für ein unfairer Kampf? Ich will eigentlich locker meinen Chromats einsetzen, aber das machen mich die Worte doch ein bisschen nervös. So, Dämonenchaos. Ein paar Mystikarzt, ein paar verbundene Arzt, dann wird schon reichen, aua. Aua. Danke. Mein Gott, hier ist voll der Slowdown, weil ja so viele Leute am Catchen sind, ey. Verdammt, jetzt habe ich schon wieder den Spruch von anderen Netzwerken benutzt. Muss ich aufhören. Das ist Trademark hier, was ich mache. Ah. Unbeabsichtigt. Da. So, komm her. Nee, nicht du. Oh, es sind nur noch zwei übrig, okay. Ja, komm mal her. Komm mal her. In guten alten Zeiten, na? Sagst du Geki Bukoken? Der ist leicht platt. Wie Abwehr. Ich habe irgendeine Waffe, die nichts bringt. Dann komm mal du, Jude. Oh Mann. Nur so kümmert sich um Iva. Hör mal auf, die ganze Zeit abzuwehren, Mann. Könnt ihr mal aufhören zu verrecken die ganze Zeit? Ey, was machen die denn? Oh, leck mich. Oh. Oh, Mann. Rutger, Auferstehung, sehr gut. Lass mich in Ruhe. Sehr gut. Hila, danke. Ah, oh, da war zu spät. Komm schon. Du sollst mal auf mich losgehen, ey. Na, kommt das bekannt vor? Oh Mann, die sind alle gleich tot. Was soll das eigentlich? Mein Gott, ich bin paralysiert. Was soll das? Aua. Ist gut, Mann. Sehr gut. Mein Gott, der bleibt nicht stehen. Was zum... Was war das denn jetzt?
So, erstmal geheilt. Danke. Nein, 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 nein. Ich habe doch nein gesagt, Mann. Oh. Nein, euch wollte ich nicht heilen. Kann sich mal jemand um Eiver kümmern hier? Der geht mir auf den Nerven. Der setzt schon wieder Ding ins Ei. Willst du mich verarschen? Oh. Oh, wir haben ja echt Probleme gerade. Ah. Ah, fuck. Mann, ich krieg die nicht kaputt in den letzten Momente. Was soll ich? Ich bin irgendwas reingedrückt, dann wäre nicht passiert. Sehr gut. Da bin zwar nicht ich, der gerade angreift, aber egal. Meine Güte, ist das... Soll ich so fassen, was hier los ist auf einmal? You're really feeling it, hä? Huh? Komm her, Ivar. Mann! Warum kann er eigentlich seine Mystic Art einsetzen, wenn Ivar im Dingens ist, ey? Komm mal her. Ich treffe natürlich gar keinen. Nein, 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 nein. Nein, verpiss dich. Nein. Ha, ich bin ausgerutscht. Jawohl. Nee, ich dachte, Gaius würde ihn wiederbeleben. Sehr gut. Hey, die beiden brennen, sehr gut. Oh nee. Bin schon tot, haha. Könnt keine Mystik an einsetzen. Bleib doch auch nicht stehen, ey. So, jetzt aber. Ich möchte ihn mit Jude erledigen. Einfach so. Guck mal her. Sehr gut. Mein Gott, das hat vielleicht eine Arbeit hier. Weil mache ich die ganze Zeit Power-Treffer bei ihnen, ey. Mein Gott, du bist ja der Lachnummer dagegen. Guck mal her, na? Ach, du machst diese Wirbelstürme, ja super, hör auf damit. Wird nicht reichen, egal. Wäre vielleicht viel einfacher, wenn ich Kommandos einsetzen würde, aber egal. Boah, so knapp. Zack. Ah. Eng verbunden. Okay. Das war mal wieder ein Kampf. First a failed handmaid, now a failed agent.
Failure is just a learning experience, Ivor. That's what I think, anyway. I don't need a pity party! This is not pity. Hold on, you regret dispelling the schism, don't you? That's your learning experience. I want to make sure it doesn't end in failure. Why do you think that I'm giving this everything that I've got? That's why you pound me into the floor without a second thought, huh? Of course, I'd rather not fight at all, if possible. You always manage to say the most aggravating things. What a complete farce this is. Something funny? Share it with us. Even foes can come to understand. Never took you for a bleeding heart. Enemies kill each other. That is simply what they do. If that's the case, then you know what happens next. You stab me, and I die. Done and done. Some merkwürdig aus. Warte, der Mann hat mir das Leben gerettet. Don't flatter yourself too much now. Let me tell you something. I only saved you because the CEO said to do so. What? Must have been a real drag paying off that massive loan, but you were happy to play along. Don't let him get to you. Just the empty words of a sore loser. Let me make a little prediction for you. You'll regret leaving this place until the day you die. Er will sowas von irgendwann wiederkommen. Damn twerp, he gave me the same contemptuous look as his bastard brother. Don't just stand there, you goons! Help me! My apologies, sir. I'm afraid the CEO has given us entirely different orders. We were told to bring Director Rideau before him. I figured as much. Probably thinks he can use me as the bridge. Not gonna happen. As you can see, we know the control codes for your Spirex organs. What? No! No! Damn it! Ja, daran habe ich Spaß. Kann jetzt bitte einen Speicherpunkt kommen? Der Bad ist jetzt 28 Minuten lang. Ja, das habe ich mich auch schon sehr lange gefragt. Wie sind die überhaupt darunter gekommen? Wo bist du, Julius? Natürlich, ich werde doch nicht sterben, bevor ich Kanan erreiche. Ja. You've gone too far to turn back now. All right, fine. I'll tell you everything. I'm in Triglyph. Mila's here. Mila's all right? Luger, let's catch up with her. Ich frage mich, ob es auch zu diesem Kampf gekommen wäre, wenn wir Jude oben gelassen hätten. Meisteragent, meine Katze ist zurückgekehrt. Bams. Wie meine Muschelschale hat es ja nicht so gebracht. Da ist ein Speicherpunkt, geh mal da schnell hin. Bei den Triglyph möchte ich mich jetzt nicht hinporten. Ja, was wird dann passiert? Zack. Gut, dann haben wir
29 Minuten hier erreicht oder 30. Kann man schön speichern und mal gucken, wie es dann in der nächsten Folge weitergeht. Let's Play Tales of Xillia 2. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss bis zur nächsten Folge.